Inventur. Immer wieder kommt es vor, dass bei der Eingabe der Inventur ein Artikel fehlt, da dieser aus welchem Grund auch immer noch nicht angelegt wurde. Weiterhin gibt es immer wieder Artikel, die alle nur als Nullbestand geführt werden. Im ersten Fall musste bislang die Inventur abgebrochen werden, der Artikel wurde angelegt und die Inventur wurde neu gestartet oder nur für diesen Artikel wurde eine Inventur nachgetragen. Im zweiten Fall war es immer viel Klickarbeit, alle Artikel durchzugehen und einzeln auf Null zu setzen. In beiden Fällen erhalten Goldpartner von MSU Fakt und MSU Projekt nun Unterstützung. Klicken Sie dazu in der Inventurerfassung auf die Taste Artikel. Klicken Sie zum Anlegen eines neuen Artikels in der Inventurerfassung auf die Taste Artikel anlegen. Anschließend werden die wichtigsten Daten erfasst, um den Artikel anzulegen und ihn der Inventur zuzuführen. Wichtig hierfür sind die Artikelnummer, eine kurze Bezeichnung und der Nettoeinkaufspreis. Der Artikel wird als Artikel mit Lagerführung dem Lager hinzugefügt und ist nun direkt in der Inventur verfügbar. Sie können wie bisher die Ist-Bestände zu den entsprechenden Artikeln erfassen und haben nun die Möglichkeit, mit Klick auf alle Artikel als bearbeitet markieren, alle übrigen Artikel auf den Status gezielt zu setzen und deren Ist-Bestand wird hierbei auf 0 gesetzt. Somit müssten diese Artikel nicht einzeln durchgegangen und auf 0 gesetzt werden.